Der Ablativus absolutus mit einem Nomen. Erklärung. Salve! Markus besucht heute seinen Großvater. Der erzählt ihm wieder mal Geschichten über große und wichtige Männer. Arminius, Dux Germanorum fuit. Arminius war der Anführer der Germanen. Arminio Duce, Germani Romanus vicerunt. Als Arminius Anführer war, besiegten die Germanen die Römer. In den Sätzen kommt zweimal eine Form von Dux vor. Im ersten Satz steht sie im Nominativ, im zweiten im Ablativ. Doch Moment, auch der Name Arminio steht im Ablativ. Beide Formen gehören zusammen. Wir haben sie übersetzt wie einen Ablativus absolutus, als Arminius Anführer war. Aber wo ist das Partizip? Wir haben hier einen Ablativus absolutus, der nur aus zwei Nomen gebildet wird. Wir nennen ihn deshalb den nominalen Ablativus absolutus. Was man darunter versteht, werde ich dir in diesem Video erklären. Schauen wir uns den Aufbau des zweiten Satzes noch ein bisschen. Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen!